Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei Far Cry 5. Viel Spaß in der heutigen Folge. Ich wollte mich nur mal kurz entschuldigen, dass so lange nichts kam. Dass wir so lange nicht aufgenommen haben, dass ich so lange nicht aufgenommen habe, nichts hochgeladen habe. Das lag daran, ihr wisst ja, ich hatte Urlaub und in den letzten 3 Tagen, kurz vom Ende des Urlaubs, muss ich euch ehrlich gestehen, hatte ich Depressionen. Es lag einfach daran, ich fühle mich hier nicht wohl, wo ich lebe. Ich kann nicht so sein, wie ich möchte. Das beeinflusst mein Leben, das beeinflusst meine geistige Daseinheit, wie sagt man das, meine geistige Anwesenheit, wie ich zu euch bin, wie ich zu mir selber bin, wie ich mich wohlfühle, ob ich depressiv bin oder positiv eingestellt bin. Ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag und bin wieder gut gelaunt. In schlechten Umräumen, in schlechten Umfelden, wo man sich nicht wohlfühlt und dann auf der Arbeit geht und seine Kollegen gerne hat und mit ihnen Spaß machen kann, dann hat man einfach wieder ein offenes Herz. Man ist wieder richtig positiv eingestellt und das bin ich heute auch wieder. Danke, dass es Arbeit gibt. Und sagen wir einfach mal so, Freunde, sobald ich hier raus bin, ich meine eigenen 4 Wände habe, kann ich euch den Alex geben, den ihr eigentlich verdient habt. Jetzt momentan bin ich ein bisschen depressiv, muss ich euch ehrlich gestehen. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich muss das einfach mal loswerden, damit ihr versteht, mich nachvollziehen könnt, warum ich so wenig mache. In den letzten paar Tagen, das entspricht den 16., 15., 14. und 13. April. Und ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und jetzt machen wir mit der Far Cry 5 Folge weiter. Ich guck mal eben rein. Es gab heute ein neues PS4 Update. Ich weiß noch nicht, was wir genau machen können, um in der Story voranzukommen, um mit Fate... Ah. Was soll ich sammeln? Dr. Charles arbeitet an einer Formel für Köder, mit denen man Angels anlocken kann. Ärztliche Anweisungen, sammeln 2 unbeschädigte Bronco... Was? Was ist das? Was steht da? Innsgate verwandelt die verarbeitenden Pflanzen in ihrer endgültigen Form, die Droge Bliss. Missionsziel. Ich glaube, das können wir am besten machen. Ja, das machen wir. Und dann gehen wir hin. Ich würde sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich an unserer Stelle. So, Florian, jetzt machen wir die... Die Sekte hat in dieser alten Brauerei ihre Drogen gepanscht. Es wird uns eine Menge bringen, dass wir sie von hier vertrieben haben. Außerdem kriegt man ab jetzt hier vielleicht auch wieder ein halbwegs vernünftiges Bier. Verdammt gute Arbeit, Rookie. Kein Problem. Ich möchte mal gerne eine bessere Waffe haben. Eine richtig geile Sniper. Ah, was haben wir denn hier? Reichweite, Feuerrate. Da ist die hier besser. Kaufen. Yeah. Schalldämpfer und Magazine. Perfekt. Munition. Du hast also beim Gefängnis geholfen. Sie müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie mit uns spielen wollen. Ich muss mal eben hier komplett ausschalten, das geht ja gar nicht. Weil die scheiß GEMA-Rechte geht mir richtig auf den Sack. Master Lautstärke, Musik aus. Untertitel kommen, machen wir auf Englisch.
Untertitel, Hintergrund, nein. Sprachchat, nein, nein, nein. Perfekt. So, nächste Mission. Befreie Insekten Außenposten. Yep. Bis gleich an Ort und Stelle. So Leute, jetzt haben wir die auch ausgeschaltet. Ich guck mal eben, was haben wir denn noch so Feines? Was haben wir noch für Sektenwelt? Peace am Start, Außenposten. Komm, Carter, was ist los mit dir? Haben wir die nächsten Außenposten? Yep. Aber wenn, dann müssen wir das ja in den Kreis von Fade machen. Wenn wir es außerhalb machen, dann zählt das nicht. Was sind das hier? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich gehe mal eben kurz dahin. Bis gleich. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Alles klar. Erreiche die Tankstelle. Das ist fantastisch. Das ist echt fantastisch. Ich würde schon sagen 300 Meter, 700 Meter. Wo befindet sich das? Ist das direkt in meiner Nähe? Boah, es ist ja fast. Kann ich Schnellreise machen? Bis gleich. Schnellreise nicht verfügbar. Okay. Dann ein kurzer Cut und wir laufen dahin. Alles klar. Oder kann ich mir ein Boot hier ausleihen? Hast du hier ein Boot für mich, Kollege? Ne? Das ist eine Scheiße. Danke, dass du auf die Kugels aufpasst. Da. Da haben wir ein Boot. Das war eine Meisterleistung am Yachthafen. Ich hätte noch eine Herausforderung, wenn du willst. Noch nicht. Ich brauche erstmal ein Boot. Kriege ich ein Boot? Ja. Ein Boot wird mir reichen, auf jeden Fall. Oder sowas hier.
Dann würde ich sagen, bis gleich. Ich fahre mal eben kurz dahin. Shit, ich kannte die Typen. Stellungswechsel. GPS-Signal. Jetzt können wir die Boote verfolgen. Du solltest dem Signal über den Luftweg folgen. Eddies Helikopter ist startbereit. Gib ihr Bescheid, dann kommt sie direkt zu dir. Aus der Vogelperspektive findest du die Bliss-Container leichter. Stellungswechsel. Jetzt hol ich ihn mir! Sichtkontakt verloren! Thank you.
Ich weiß, du bist schon drin, aber ich hatte einen Hirnflash. Das war früher eine Mine. Die werden da ohne Ende C4 und anderen Sprengstoff haben. Ideal, um Bliss-Container in die Luft zu jagen, oder? Neue Heli freigeschaltet und wir sind kurz davor, mit Fate weiterzumachen. Das und weiteres in der nächsten Folge, beim nächsten Mal. Haut rein. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.